Nach dem Erfolg des ECE-geprüften Kulthelmes gibt es ihn mittlerweile auch mit Visier. Wollte ich euch mal zeigen. Hier haben wir jetzt mal glänzend. Das Visier ist das gleiche wie beim Slide-Helm. Man kann das nach hinten klappen, also aus dem Windbereich raus. Man kann es so stehen lassen als Sonnenschutz. Man kann es ganz runter machen. Jetzt, wenn der Helm kommt, zeige ich euch mal. Das Visier ist leider nicht Bestandteil der ECE 2205, deswegen liefern wir es als loses Zubehör mit dazu. So, hier haben wir den, das zweite Ohrenfutter. Da gibt es ja schon ein zweites Video drüber, wie man den Helm größenoptimiert mit der zweiten Schale. Aber das wollen wir heute nicht zeigen. Heute zeige ich mal, wie das Visier aufgebaut wird. Als Zubehör gibt es noch gelbe Visiere und klare Visiere. Wenn der Helm kommt, ist hier eine kleine Schraube drin. Und wir müssen halt den Helm kurz das Visier montieren. Zeige ich euch mal. Am besten legen wir einen kleinen Schutz unter, dass er nicht verschrammt. Nehmen wir einen Kreuzschraubenzieher, drehen die Schraube raus. Die brauchen wir hinterher nicht mehr. Zweite Seite. So, wenn der Helm kommt, dann haben wir hier einmal das Visier. Hier haben wir ein kleines Tütchen. Da ist der Visierhaltesatz drin. Das ist übrigens der gleiche Satz wie beim Slide-Helm. Kann man auch von dem auch verwenden. Das ist ein linkes, ein rechtes Seitenteil. Zwei Plättchen. Zwei Schrauben. Ups, zwei Unterlegscheiben. Zwei Gummischeiben. Wenn wir es montieren, nehmen wir zuerst die kleinen Plättchen. Das hat hier eine kleine Nupsi. Den Nupsi machen wir in Richtung Visier, stecken es hinter. Das Loch in der Mitte. Dann kommt die kleine Gummischeibe, die kommt da rein. Darüber kommt das Seitenteil. Möglichst, dass das Wurschlein nach unten geht. Stecken das hier rein. Ups. Dann kommt die Schraube. Stecken wir hier durch. Und jetzt wird es ein bisschen fummelig. Jetzt müssen wir das hier kurz ins Loch stecken. Das Visier, die Schraube ansetzen. Die ersten Umdrehungen möglichst mit der Hand. Dann können wir einen Schraubenzieher nehmen. Ziehen leicht nach. Nicht zu dolle drehen, dass wir nicht abrutschen. Am besten geht es zum Nachziehen 10 Cent Stück. Ein bisschen, erstmal mal die zweite Seite. Ups. Das gleiche nochmal. Das Plättchen unter. Möglichst so ein kleines Loch rein. Hier die Gummischeibe. Die Schraube da durch. Das ist immer so ein bisschen Fummelkram, geht aber. Das Visier ein bisschen nach oben. Dann können wir es besser fixieren. Kurzer Blick. So, und das Loch rein. Muss aber aufpassen, nicht mit Gewalt drehen. Wenn die Schraube schräg ansetzt, dann verknüttelt das Gewinde. Das ziehen wir schon mal leicht an. Das ist sehr leicht. Lass jetzt hier noch ein bisschen nach. Zweite Seite nochmal.
So, und schon das Visier montiert. Man kann es nach hinten drehen. Funktioniert einwandfrei. Jetzt kann ich den Helm aufsetzen. Das ist jetzt ein MXL. Das ist die große Schale. Zum Vergleich mal die umgebaute Version. Hier haben wir die Größe 2XS M1, wo ich das Innenleben schon rausgeholt habe, die zweite Innenschale. Jetzt zeige ich mal den Unterschied. Visier schließt hier optimal ab, zieht nicht rein, liegt gut an, geht auch hinter das Wind raus. Und wenn ihr den Helm ohne Visier fahren wollt, ist auch kein Problem. Schraubt das Visier einfach wieder runter. Das kleine Metallbittchen als Abdeckung für die Löcher wieder drauf. Das Teil lasst ihr weg, die Gummischeibe auch. Das Licht ist schön plan an, stört nicht und sieht gut aus. Ich danke euch fürs Zuschauen und viel Spaß damit. Ciao.